Hallo, Dominion-Freunde, willkommen zur nächsten täglichen Dominion-Challenge. Heute mit einer Menge Dark Ages und Gilden. Eine Karte aus Gilden, der Rest ist Dark Ages. Wir haben Market Square und Entsorger. Damit kann man sich Gold nehmen. Wir wollen bestimmt entsorgen. Wir können nicht so richtig Karten ziehen, außer mit Vagrant, also dem Landstreicher, das funktioniert aber nicht so gut. Wir können entsorgen mit Forager oder Mercenary, also dem Söldner hier. Ein bisschen witzig, dass wir hier neun Dark Ages Karten haben und eine Gilde. Der Mercenary ist hier gut, weil die Ablegerattacke extrem stark ist. Und wenn man keine Karten ziehen kann, deswegen versuche ich ihn hier zu holen. Okay, der Gegner hat 2,5. Holt sich den. Er holt sich den Metzger. Das ist natürlich stark. Holen wir mal einen Vagrant. Und wir haben Glück. Die Urchins, die Gassenjungen kollidieren. Wir kriegen also gleich unseren Mercenary und auch gleich eine Fünfer. Da wir erstmal Aktion brauchen und noch Geld im Deck brauchen, nehmen wir ein Banditenlager. Ansonsten hätten wir nicht schon einen Mercenary, hätte man auch einen Butcher nehmen können. Aber beides ist halt terminierend, brauchen die Aktion. Und schon wieder zwei. Hat noch einen Vagrant. Gegner holt sich den zweiten Butcher. Wir haben Pech, dass unten unser Dings liegt. Jetzt holen wir mal ein Market Square, damit wir Gold kriegen können. Können wir hier auch gleich eventuell aktivieren. Gegner hat sein verfallenes Anwesen entsorgt. Aber das ist auch die erste Karte, die er entsorgt hat. Also alles gut. Spielen unser Banditenlager. Spielen den Gassenjungen. Spielen Mercenary. Wollen wir einen zweiten? Nee. So dringend müssen wir hier nicht entsorgen. So, jetzt können wir uns ein Gold nehmen. Zack. Play this. Und wir holen uns mal noch einen Market Square. Vagrant. Haben wir sogar was aufgedeckt. Und jetzt holen wir uns den Butcher. Mit Butcher können wir dann das Gold, was wir mit Market Square nehmen, zu Provinzen machen. Er macht seinen einen Totenstadt in einen Gassenjungen. Oh, das war Glück wieder. Und wir decken Butcher auf. Na gut, jetzt auch die beiden. Und haben 9. Könnte schon Provinz kaufen. Und ich denke, es ist nicht so schlecht, hier schon mal Punkte zu haben, weil, wie gesagt, mit Butcher, mit Metzger kann man sehr schnell dann das Spiel beenden im Ernstfall. Und was kaufen wir hier? Noch ein Banditenlager. Und ein Provinz ablegen. Der Gegner hat sich massenweise Gassenjungen geholt. Kupfer in Kupfer, also sowas sollte man nicht machen. Kupfer in Kupfer, Metzgern. Oh. Okay. Doch nicht so geil. Wir können jetzt unser Gold in der Provinz machen oder. Ja, wieso nicht? Und dann eine Karte zumindest entsorgen. Auch wenn man damit dann nichts ziehen kann. Legen zwei Karten ab, er holt sich seine erste Provinz. Nichts entsorgen und wir holen uns für zwei mit zwei Münzen, holen wir uns nur einen Vagrant, damit wir unsere Münzen nicht ausgeben. Wir wollen das Kupfer entsorgen, deswegen lege ich es mal nicht ab. Er holt sich noch einen Mercenary, das wird hier eine. Das ist schon eine krasse Strategie, die der hier spielt.
Ah, sehr schön, wir haben das Banditenlager. Ne. Sechs kaufe ich mir in Gold. Mal die Aktion, spielen alles und kaufen eine Provinz mit unseren Münzen. Er kauft sich auch seine Provinz. Okay, jetzt haben wir beide drei Provinzen. Nicht gedacht, dass ich hier in Bedrängnis so sehr komme. Wer hat eigentlich angefangen? Ich habe hier das Gold im Herzogtum und beende meine Käufe. Und er kauft sich keine Ahnung was, aber ich mache jetzt hier noch ein Herzogtum. Er hat seinen Mercenary entsorgt und ein Herzogtum und ein Kupfer genommen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, Provinz aufgedeckt in die Hand, Provinz aufgedeckt in die Hand, nett. Herzogtum aufgedeckt, na gut. Und wir haben ganze zwei und eine Münze, na ja, gut. Anwesen wollen wir jetzt noch nicht kaufen. Der wird wahrscheinlich sinnlos. Er holt sich noch ein. Oder? Nee, hat er nicht gemacht. Okay, Banditenlager. Sehr schön. Wir können uns hier die Provinz kaufen und haben dann eine gute Führung. Gegner kauft Herzogtum. Okay, wir müssen jetzt mal ein Anwesen kaufen, weil sonst hat er mit einem der Provinz schon ausgeglichen. Kauft noch ein Herzogtum. Banditenlager. Okay, wir können hier jetzt. Was hatten wir aufgedeckt? Komm schon, Lok. Wir haben einen Butcher aufgedeckt. Ah ja. Und dann können wir das Spiel beenden, wenn wir das hier ziehen. So, so und Provinz in Provinz. Und dann können wir noch ein Herzogtum kaufen. Ja, erstaunlich, also eine Königreiche ohne Kartenzieher können manchmal dann doch am Ende glückslastig werden. Kurzzeitig hatte der Bot die Möglichkeit, hier unentschieden zu spielen, hat es aber nicht geschafft, obwohl er so viele schlechte Entscheidungen getroffen hat. Also schon erstaunlich. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und viel Glück bei eurer Challenge. Oder schreibt doch in die Kommentare, falls ihr sie gespielt habt, wie es bei euch gelaufen ist. Und wir sehen uns dann.